So, Freunde, da ich seit 9 Malse haben Main bin, kommt nun ein verdammt geiler Guide zu Ihnen. Ich meine, ich spiele ihn seit ungefähr einem Monat und guckt euch die Mastery Points an. Guckt sie euch an! Oh, warte mal, da fehlt noch was. So, perfekt. Ich meine, natürlich war es kein Problem für mich, eine Mastery 7-Marke freizuschalten, aber... Ja, okay. Okay, Mann, mir fehlt noch das verdammte letzte Essay. Aber wie auch immer, Mastery Marke 7 hin oder her, ich bin absoluter Malsaha Main. Ja, ich bin absoluter Malsaha... Spieler, ihr solltet zuerst mit ihm die Q-Skill, die E skillen, dann skillt ihr die Q und anschließend skillt ihr die W. Maxen solltet ihr definitiv die E und danach die Q und solltet ihr die Ulti skillen können. Oh, holy Leute, dann tut ihr das natürlich. Malsa, es ist eigentlich egal, was ihr euch für Items sollt. Ich meine, guckt euch die Winrate an. Guckt euch die verfickte Winrate an. Das ist die Global Winrate oder 54%. Die größten Bonobos können mit Malsa spielen und Carry mit ihnen. Also ich bitte euch. Aber naja, trotzdem, gute Items sind zum Beispiel Morellus, Reas, Voidstiff, Lyandrich, Sonias, Höllenmaske oder auch zum Beispiel ein Rabadons. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr euch Sonias kaufen wollt, kauft es eigentlich nur, wenn ihr zum Beispiel, oder wenn die Gefahr besteht, dass ihr schnell weggebürstet werdet. Zum Beispiel durch einen Fizz, einen Kane oder auch einen Zed. Ja, erst dann lohnt sich meiner Meinung nach richtig ein Sonias oder wenn ihr so 0% eine Frontline habt. Deathfire Touch sollte auf jeden Fall die Skillung eurer Wahl sein. Damit könnt ihr diesen Skillbaum hier benutzen. Damit solltet ihr nichts falsch machen. Ihr könnt in der Mitte zum Beispiel auch die Cookies reinmachen, wenn ihr wollt. Finde ich aber persönlich ziemlich useless, aber da halt jeder wie er möchte. Die Runen sollten definitiv wie folgt aussehen. Die roten Runen bestehen aus Magiedurchdringung, die gelben Runen aus Leben per Level und die blauen bestehen aus 6x Ablenkzeitverringerung und 3x Fähigkeitsstärke. Die großen Essenzen solltet ihr komplett mit Fähigkeitsstärke richtig schön reinbomben. Allerdings auch bei den Runen, das ist jetzt natürlich nur ein Vorschlag. Dieser Vorschlag ist eigentlich sehr gut. Auf Pro Builds werdet ihr fast nur diese Runen sehen. Ihr könnt zum Beispiel aber auch ganz normal Standard Fähigkeitsstärke, die Essenzen. In die roten macht ihr Magiedurchdringung rein und in den Rest macht ihr Resistenzen rein. Zum Beispiel mal Magieresistenz und Rüstung. Ja. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ist halt euch überlassen. Das ist nichts, was das Spiel sehr groß turnen wird. Also, da kommt es lieber auf euren Skill an. Sonst gibt es eigentlich nur zu sagen, dass ihr Flash und Barrier nehmen könnt oder Ignite und Flash. Ja, das ist halt euch überlassen. Diese beiden Kombinationen sind eigentlich ziemlich gut. Und ich würde mal sagen, das war's soweit mit der Einführung. Nachfolgend erkläre ich noch ein bisschen, wie Malsahas Attacken und Fähigkeiten richtig funktionieren. Ja, Leute, ja, seid gespannt aufs Gameplay. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass es mega geil geworden ist. Ich quatsch gar nicht lange herum, Leute. Habt viel Spaß bei dem Gameplay. Bis später. Alles klar, Leute. Wir spielen gegen einen gottverdammten Gangplank. Ich darf euch hier mal ganz kurz LOL-Konter einblenden. Es ist mit Abstand der größte Konter für Malsaha, Leute. Ich werde dieses Gameplay trotzdem aufnehmen. Und wenn ich dieses Gameplay gewinne, dann zeigt es einfach nur, dass ich ein absoluter Gott mit Malsaha bin. Es ist der größte Konter, meine Damen und Herren. Enjoy this game. Denkt immer dran, wenn ihr eure E auf einen Gegner habt und damit Q trifft, dann wird die E nochmal refreshed. Ja, das heißt, die E, keine Ahnung, tickt so 4 Sekunden lang. Wenn ihr dann eure Q macht und ihr trefft ihn noch, während die E noch drauf ist, wird diese E einen praktisch erneuert. Ja, übertrieben OP, müsst ihr euch auf jeden Fall merken. Und dass eure komischen leeren oder eure komische leeren Schwarm den fokust, wo der Dingens drauf ist. Na, sag schon, wo die E drauf ist, ja. Priorisiert nimmt er die. Der Orn heißt einfach Ornziner. Okay, ungelogen. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie cool. So, jetzt habe ich meine Ulti bekommen, die absolut useless gegen Gangplank ist, denn... Useless gegen Gangplank, denn, wie wir alle wissen, wenn ich meine Ulti auf ihn raufmache, kann er einfach seine W fressen. Er kann einfach seine scheiß Zitrusfrucht fressen und ich bin komplett ausgekontert. Das ist wirklich... Das macht richtig Spaß, hier in der Gangplank zu spielen. Dieser Charge ist viel zu weit. Das zweite Mal hätte ich ihn jetzt besiegt. Guck ihn dir an, wie er wegrennt. Ey, diese E ist viel zu weit. So, Orn. Ach, mein lieber Orn, hä? Wohin geht's denn deswegen? Nochmal vielleicht entkommen? Nee, nicht nochmal? Ist ja fast schon schade, dass du... Oh Gott, Hilfe. Ich hab ihn verstummt. Und er konnte seine scheiß Fässer nicht mehr kaputt machen mit seiner Kuh. Das ist zu gut. So, 2 Kills abgegeben. Ja, wir spielen heute Support-Meiser, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Egal, passt, ja. Wir haben eine Riven auf der Botlane, so wie das... Nee, Quatsch. Ach nee, Riven hat runtergeportet anscheinend. Ja, Riven hat runtergeportet, nevermind. Seht ihr das? Er kann sich einfach rausfressen. Ich mache meine Ulti und er macht einfach seine W. Und damit bin ich so gut wie komplett ausgekontert, kann man sagen. Ach, scheiße. Eieieiei, das war schon ziemlich close. Aber gut, okay.
Wow, okay, er ist verrückt. Er ist verrückt. Ja, okay, den Gameplay haben wir. Also mit dem Raka müssen wir den Gameplay haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Damage. Oh mein Gott, nevermind. Ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach heute mal gar nichts gesagt, Boys. Okay, okay, üble Vision ist drauf. Super, Chaco, nimm dir den Kill, Bruder. Ja, das ist auch gar kein Problem. Ich meine, ist ja nicht der erste Kill, den ich hier gerade gegeben habe. Ich weiß nicht. Nee. Der battelt uns in die Botlane rein. Nervt mich gerade ein bisschen, dass der Chaco gerade den zweiten Kill genommen hat, weil den hätte er mir lassen können als Jungler. Ah, gut, okay, er ist halt einfach ein schlechter Jungler. Kann man jetzt nichts gegen sagen. Ey, er bleibt einfach hier. Ja, machen wir mal das hier wieder rauf und das frisst er sich einfach wieder frei. Es ist schon wirklich genial. Und ich besiege ihn halt trotzdem fast. Guckt ihr, wie low er ist. Also wie low er im wahrsten des Wortes ist, ey. Meine Güte. Bam, da habe ich ihn, Junge. Bam, ganz einfach. Guck mal, der größte Konter für Meisaha. Und ich baller ihn hier weg, Alter. Und ich habe 3 Assistenten. Ich möchte mal sagen, ich habe 3 Kills abgegeben, ja. 3 Stück. Ey, das läuft ja hier wie so eingeschnitten Brot. Na, unser Botlane braucht dringend Hilfe. Unser Botlane, glaube ich, braucht sehr dringend Hilfe. 0-4. Sie hat 0-4-0. Und 0-2 Rakan. Alter Vater, Leute. Eine Lane kann dir alles, und das Gute ist aber, unser Riven spielt mega gut. Ich bin gut dabei. Ich habe jetzt irgendwie die meisten Farm. 1-0 geht klar. Und unser Chaco wurde durch mich eigentlich nur gefeedet. Aber das ist okay, ja. Das ist völlig okay, völlig okay. Aber unser Riven spielt anscheinend echt gut. Die dominiert ja den Jax dermaßen krass. Ja. Also, wir gleichen es schon irgendwie wieder aus, die Botlane. Hoffentlich. Sehr schön. Hat die Ashe gesniped. Guck mal hier. Kaum Teamfighten und die Tristana dann auch die Krätze rüberbekommen. Kaum Teamfighten wir hier mal ein bisschen. Da carryen ich und die Riven das komplett raus. Alter, komplett sind wir die Carries. Okay, es reicht auch mit dem eingebildet sein. Ja. Wir sind ein Team. Jeder spielt mal schlecht, ja. Und vielleicht sind die gegnerische Botlane einfach. Oder vielleicht ist die gegnerische Botlane einfach ein bisschen besser. Ja, kann ja passieren. Ist ja nicht so schlimm. Also Leute, jetzt mal nichts für ungut, aber ich habe noch keine Ulti. Mensch, ohne Ulti bin ich useless. Ja, nice. There we go, guys. There we go. Okay, wir könnten den Herold machen. Aber eigentlich würde ich ihn berauben bekommen, weil ich habe Ulti. Wenn ich ihn sehe, könnte ich flashen. Na, okay, gut. Er ist in seine Modus Ehre weggerannt. Goodbye, Tristana. Goodbye. Ah, ich wollte es flashen. Ich hätte es nicht flashen sollen. Oh, ich hätte es doch flashen sollen. Oh mein Gott, dann kommt sie. Wo ist die Riven? Hey, dann kommt es auch noch. So, Leute. How to counter a Braum completely out of his life. Zack. Ey, Leute, ihr seid ein Tankschredder mit Maisaha. Wirklich, merkt euch das. Ihr seid ein Tankschredder mit ihm. Guck mal hier, zack, verstummt. Krätze wieder neu raufgesetzt. Und fertig ist die Sache, wisst ihr? Der Chaco nimmt sich wieder den Kill. Soll er machen. Wir haben 4-0-7. Ja, wunderbar. Wir agieren hier wunderbar als Team zusammen. Wirklich, merkt euch das mit Maisaha. Seid ihr ein Tankschredder. Liandry ist geholt, Rilda ist geholt. Und ihr macht so viel prozentualen Schaden. Das ist wirklich nicht mehr normal. Das ist nicht mehr nochmal so. Ich pushe jetzt hier um den Tower. Das ist eigentlich die beste Variante, die man so machen könnte, denn wir haben einen scheiß Herald, wie ich gerade sehe. Q ist getroffen, E pickt weiter und sie muss auch wieder fast backgehen und wir kriegen natürlich dafür auch noch den Tower. So, jetzt ziehe ich mich mal rein. Wir haben den Tower bekommen. Unser Ashe hat mal wieder gegen den Gangplank verkackt. Ey, mein Gott, sie muss doch nur safe spielen. Sie muss doch nur safe unter einem Tower spielen. Okay, wir regen uns jetzt nicht weiter auf. Ich quatsche schon wieder viel zu viel. Das Gameplay läuft, ja. Das Gameplay läuft wirklich gut. So, das. Und das gehen wir natürlich direkt Relias. Denn, wie wir alle wissen, Gegner, die verlangsamt sind, bekommen doppelt so viel Schaden von Liandrys. Das heißt, wenn ihr euch Relias holt und die sind immer verlangsamt, macht ihr doppelt so viel Schaden mit Liandrys. Und gerade bei Braum, Ornn und, na gut, Jax ist ein bisschen, oder er wird ein bisschen tanky gehen nach seinem Trinity. Aber trotzdem, Braum und Ornn sind natürlich richtig heftige Tanks. Und wir shredden die einfach nur richtig down. Und Shredding Down. Easy peasy. Siehst du, da wollte sie stealen. Die wollen ja alle meine Kills stealen, Leute. Was ist denn hier los? Bin ich hier irgendwie die Wohlfahrt? Oh nein, nein, da kommt ja noch so ein scheiß Tank. Ich rette dich. Okay, ich kann dich nicht retten, weil du schon längst tot bist. Oh, ich komme hier wieder an keinen. Ich komme nicht hinterher, Leute. Ich komme hier einfach nicht hinterher. Aber da fahren wir doch unsere Ulti, wenn wir nicht hinterherkommen, ne? Da fahren wir doch unsere Ulti. Oh Gott, Maisaha macht so viel Schaden, Leute. Maisaha macht so viel Schaden. Ich liebe diesen Champion. Ey, der ist so krass. Der ist so krass, Leute. Der Chaco geht von hinten rein. Ulti ist drauf. Und die Tristana fällt wie so eingeschnitten Brot.
Warum geht unsere Riven nicht rein? Habe ich hier irgendwas verpasst, Leute? Und tschüss. Wenn die Skillshots sitzen mit Malzer, Leute, dann ist es GG, ja. Dann ist es einfach GG. Nein, warum hast du nicht ihn angegriffen? Warum hast du nicht ihn angegriffen? Der hat mehr Lauftempo. Ich komme nicht hinterher. Tschüss. Okay, Leute, das Gameplay sieht wirklich mega gut. Obwohl unsere Bot den so richtig reingeschissen haben, konnten ich und die Riven das, glaube ich, richtig gut carryen. Also ich glaube, ich und die Riven waren hier wirklich der Hauptfaktor, warum wir dieses Game hier momentan gewinnen. Ja, kann sich ja alles wieder turnen. Ich mache mir den zweiten Inhib, denn Inhib ist immer wichtiger als Kills. Immer. Jetzt können wir vielleicht noch den Tower hier machen. Ja, mein Großer ist doch gut. Hä? Guck mal, jetzt kriegst du mal hier einfach mal schön auf den Deckel. Okay, du stirbst nicht. Gut, aber ich sterbe dafür. Tschüss. So, zack, Ulti ist drauf. Und guck mal, sie hat keine Chance, tot. Sie hat keine Chance, sie kann nichts machen. Wenn sie kein QSS hat, ist sie in der Regel, wenn ihr keiner hilft, was ihr gerade keiner getan hat, ist sie tot. Ja, ganz easy peasy. Ach Leute, warum denn mich, Mann? Das ist doch langweilig. Wisst ihr das eigentlich, dass das richtig langweilig ist, dass hier ständig mich fokust? Ja, und mich dann nicht mal down bekommt, ja. Also, Leute, wirklich, ja. Mann, Alter, die haben einfach mich gefokust. Die haben komplett mich gefokust, habe ich nicht darum bekommen. Ei. Das war vielleicht... Shit, Alter, was für ein geiles Game, ey. Was für ein geiles Game. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat der Malzahar Guide gefallen. Ich hoffe, euch bringt der Malzahar Guide etwas. In Zukunft werden auf jeden Fall mehrere Guides folgen. Daher abonniert gerne diesen Channel, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Ich wünsche euch ein wunderbar entspanntes Wochenende, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.